Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es mal um das Thema Leipziger Buchmesse gehen. Ich habe wieder einen Vlog für euch am Start. Das heißt, ich werde meinen Besuch auf der Leipziger Buchmesse wieder etwas mit der Kamera begleiten und wollte aber vorab wieder so einen kleinen Einleitungsteil machen, wo ich ein bisschen was erzähle. Und danach, nach dem Vlogteil, werde ich euch auch nochmal meine Eindrücke kurz zusammenfassen, wie ich es dieses Jahr empfunden habe. Ich war ja letztes Jahr tatsächlich das allererste Mal auf der Leipziger Buchmesse. Ich war generell das erste Mal auf irgendeiner Buchmesse und dementsprechend wusste ich gar nicht so richtig, was mich erwartet und habe da doch ein paar Erfahrungen gemacht, die mir dieses Jahr vielleicht helfen könnten bei den Vorbereitungen und auch bei dem, wie es dann tatsächlich für mich abläuft, was ich so zu erwarten habe. Und deswegen dachte ich, teile ich das gerne wieder mit euch. Für mich war es leider auch dieses Jahr wieder nicht möglich, mehr als einen Tag auf der Messe zu sein. Das heißt, ich werde wieder nur am Messe-Samstag mit dabei sein. Aber ich habe aus dem letzten Jahr gelernt, dass früh hinfahren, also früh aufstehen, den ganzen Tag auf der Messe sein und abends, spätabends zurückfahren, komplett anstrengend ist. Deswegen habe ich mich zumindest dazu entschieden, eine Nacht dort zu bleiben in einem Hotel und werde dann Sonntag früh relativ entspannt, ich glaube so gegen 11 oder so fährt mein Zug, wieder zurück nach Berlin fahren. Und ich glaube, das nimmt schon mal etwas Stress raus, weil man dann ja abends auch zumindest noch gemeinsam mit anderen Leuten ausklingen lassen kann, ohne dass man so diesen Druck hat, ständig auf die Uhr zu gucken, so nach dem Motto, habe ich jetzt noch Zeit, mein Zug fährt ja gleich. Dann kann ich wenigstens in Ruhe dann noch schlafen und mich noch etwas erholen. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste, was ich vom letzten Jahr gelernt habe. Also nur komplett einen Tag hin und zurück ist von der Zeit her machbar von Berlin aus. Aber wenn man wirklich den Tag nutzen will, ist es einfach wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich habe dieses Jahr auch eine Veranstaltung weniger, würde ich sagen, als letztes Jahr. Letztes Jahr fing es ja an mit dem Bloggerfrühstück, dann ging es zur Verlagsvorschau vom Fischer, dann war das Bookstagram-Treffen und dann war abends noch vom Löwe Verlag was. Und dieses Jahr fällt die Sache mit dem Frühstück zumindest weg. Das heißt, ich bin erst so gegen 11, 12 oder so ist das, glaube ich, bei der ersten Programmvorschau und kann aber trotzdem ja schon früher zur Messe fahren und zumindest noch mal eine Runde in ein paar Hallen drehen oder mir ein paar Stände angucken. Also ich denke mal, dass wir schon so vielleicht so ab 10 oder so da sein werden, kann ich mir vorstellen. Ich werde es ja dann in dem Vlogteil mit euch, euch zeigen, falls wir doch erst ab 11 da sind. Aber ab 11 ist das erste geplante Treffen. Da ist die Knauer-Programmvorschau. Dann habe ich danach Zeit bis 15 Uhr. Da ist das Bookstagram-Treffen. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, das war mental sehr anstrengend letztes Jahr, weil es einfach so viele Leute waren und man wollte irgendwie allen gerecht werden und sich mit allen unterhalten, die einen angesprochen haben, aber man hat dann gefühlt sich wie so an so einem Laufband. Also, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du da bist und tschüss, dann schon der Nächste. Also es war etwas anstrengend, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Und dann ist nochmal eine Verlagsvorschau, glaube ich, vom Löwe Verlag danach. Und viel mehr habe ich dann nicht vor, außer noch abends mit den Mädels was essen zu gehen. Deswegen hoffe ich, dass sich die Zeit noch etwas dehnen kann und man vielleicht noch etwas mehr Zeit hat. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass nur eine Stunde Zeit bleibt fürs Bookstagram-Treffen. Aber ich wollte halt auch wirklich sehr, sehr gerne zum Löwe Verlag hin. Dementsprechend, ja, musste die Stunde reichen. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich schon wieder das Mikrofon habe liegen lassen auf dem Tisch. Ich vergesse das ständig anzustecken in letzter Zeit. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem halbwegs verstehen, was ich gesagt habe. Jedenfalls würde ich sagen, gehen wir einfach mal meine Liste durch, die ich mir gemacht habe an Sachen, die ich mitnehmen möchte zur Messe. Das sind so meine Messe-Essentials. Ist natürlich für euch jetzt nicht so hilfreich, wenn das Video ja nach der Messe online geht. Aber ich habe das halt einfach als Liste auf meinem Handy gespeichert, auch schon in weiser Voraussicht fürs nächste Jahr. Also für mich am wichtigsten ist tatsächlich, dass ich eine kleine Bauchtasche haben werde, weil ich ja mit vloggen werde und ich habe so kleine Technik-Sachen, die ich dann immer mal wieder in die Bauchtasche stecke. Zum Beispiel Ersatzspeicherkarten, falls die leer ist, dann muss ich halt nicht hinten an den Rucksack ran. Ich habe noch ein zweites von diesem Mikrofon, falls ich mich mit irgendjemandem unterhalte und das mitfilme, dann kann derjenige auch sich so ein Mikrofon anstecken. Das habe ich dann in der Bauchtasche letztes Jahr drin gehabt. Und dann habe ich auch noch einen Ersatzakku mitgehabt für die Kamera. Der eine Akku, also ich habe drei Akkus für diese Kamera tatsächlich. Der eine Akku hat aber richtig gut gehalten. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mit einem kompletten Akku hingekommen bin. Trotzdem werde ich den Ersatzakku mitnehmen. Also auch alle beide, einfach aus weiser Voraussicht. Keine Ahnung, was dieses Jahr ist. Vielleicht filme ich besonders viel oder vergesse zwischendurch mal die Kamera auszumachen und dann zieht es die ganze Zeit Akku. Also da habe ich ein bisschen Schiss. Deswegen nehme ich trotzdem die beiden anderen Ersatzakkus noch mit. Ich habe eine Powerbank, die ist zwar hinten im Rucksack dann mit drin, aber das gehört halt auch so mit für mich zu den Essentials, die ich auf jeden Fall brauche. Dass ich die Kamera brauche und mein Handy brauche, ist jetzt mal selbstverständlich. Also das ist klar.
war. Ich habe mir tatsächlich extra für die Messe, weil ich nicht wusste, inwiefern ich das auch mit dem Handy filmen werde, so ein Popsocket geholt. Ich hatte noch nie ein Popsocket, noch nie. Und ich bin halt immer kein Fan davon, das so festzukleben. Keine Ahnung warum, ich mag das irgendwie nicht so. Und jetzt habe ich ja so eine Hülle, die mit MagSafe funktioniert beim iPhone. Und da kann man das einfach dran klipsen und das hält halt auch genauso sicher wahrscheinlich. Und falls man dann mal irgendwie sich selber so ein bisschen weiter wegfilmt, dass einem quasi das Handy nicht aus der Hand rutscht. Außerdem habe ich mir noch eine andere Hülle geholt, wo ich unten so ein Band dran machen kann. Das kann ich mir dann im Zweifel auch umhängen. Also, dass ich nicht das Handy irgendwie in der Hosentasche habe und am Ende verliere es oder jemand klaut es mir raus, sondern ich kann mir das dann quasi auch noch so umhängen. Ganz wichtig für mich auf jeden Fall Schmerztabletten. Ich kriege leider sehr schnell mal Kopfschmerzen und das ist super unangenehm und ich will mir die Messe von sowas auf keinen Fall verderben lassen. Deswegen nehme ich definitiv Kopfschmerztabletten mit. Und ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel Müsliriegel habe ich mir aufgeschrieben. Wasserflasche habe ich sowieso auch letztes Jahr mit dabei gehabt. Brille und Sonnenbrille. Also meine richtige Brille werde ich nicht mitnehmen, aber ich werde zumindest eine Sonnenbrille mitnehmen, falls es unerwartet komplett sonnig wird, weil ich bin super lichtempfindlich und das Bookstagram-Treffen ist halt draußen. Taschentücher habe ich mit dabei. Ich habe mir kleine Ohrstöpsel geholt, die zeige ich euch auch nochmal, die ich mir dann reinmachen werde, weil bei dem Bookstagram-Treffen und generell in den Hallen, ich finde es sehr laut und ich lasse mich von sowas irgendwie schnell ablenken. Deswegen habe ich mir solche Ohrstöpsel geholt, dass mich das nicht ganz so sehr überwältigt. Dann fand ich auch noch wichtig, Desinfektionsmittel und so Händefeuchttücher, wenn man irgendwie was angefasst hat, was vielleicht klebrig war oder was gegessen hat, dass man sich mal zwischendurch die Hände abwischen kann, ohne dass man irgendwo zum Badezimmer rennen muss, also zu den öffentlichen Toiletten, die da sind. Was ich auch mit dabei habe, ist klar, meine Fahrkarte, die habe ich aber jetzt nicht für die Messe, aber die ist ja für die Fahrt dahin. Mein Reisepass habe ich noch aufgeschrieben, denn ich habe tatsächlich aktuell kein Portemonnaie. Das stellt mich ein bisschen vor eine Herausforderung. Gott sei Dank ist ja aber die Technik so weit, dass man auch mit Handys bezahlen kann, weil sonst wäre ich, glaube ich, ganz schön aufgeschmissen, obwohl ich ein bisschen Bargeld auch habe, was ich auch mitnehmen werde. Ich habe nämlich meine beste Freundin besucht in Frankfurt und ich habe tatsächlich es geschafft, mein Portemonnaie bei ihr liegen zu lassen. Das hole ich mir das Wochenende nach der Leipziger Buchmesse bei ihr ab. Aber solange bin ich jetzt noch ohne Personalausweis, ohne meine Geldkarte, ohne, ja, keine Ahnung, was da noch alles drin gewesen ist. Es ist schon komisch, aber bisher habe ich es auch nicht gebraucht. Was ich auch noch super wichtig finde, und das habe ich letztes Jahr gemerkt, sind gut gedämpfte Schuhe. Ich habe mir nämlich letztes Jahr tatsächlich extra vor der Buchmesse neue Schuhe gekauft und diese haben eine sehr, sehr gute Dämpfung gehabt, weil ich das schon vermutet habe, dass ich sehr viel laufen werde. Und ich bin, glaube ich, letztes Jahr hat meine Uhr gesagt, also ich habe eine Uhr immer, die sowas auch mittrackt, glaube fast 13 Kilometer gelaufen an dem Tag. Das ist natürlich für Füße auch anstrengend. Dementsprechend ist eine gute Dämpfung da nicht verkehrt und ich hatte tatsächlich abends gefühlt überall Schmerzen. Also mir haben die Schultern wehgetan. Das war ja sowieso eine Zeit, wo ich Probleme mit den Schultern hatte. Das habe ich heute auch immer noch mal wieder, aber zumindest nicht mehr so schlimm, dass ich meine Arme nicht mehr heben kann. Das ist schon wirklich Horror gewesen. Aber davor habe ich auch immer noch jeden Tag Angst, dass es wieder so schlimm wird. Ich versuche echt da aufzupassen. Aber das war ja noch so eine Problematik. Also mir haben die Schultern wehgetan, mir hat der Rücken wehgetan, weil ich natürlich auch den ganzen Tag mit so einem schweren Rucksack, mit der ganzen Technik und was da alles drin ist, durch die Gegend gerannt bin. Mir haben gefühlt sogar die Haare wehgetan, weil ich den ganzen Tag diesen Zopf so drin hatte. Aber was mir nicht wehgetan hat, waren die Füße. Die Füße waren wirklich top in Ordnung. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Und deswegen ist, glaube ich, etwas, woran man gar nicht so da denkt. Aber Schuhe können schon auch viel ausmachen, wenn man wirklich viel umherläuft auf der Messe an so einem Tag. Ich hoffe, dass ich gut vorbereitet bin. Viel mehr gibt es, glaube ich, jetzt auch vorab gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Vlog, der jetzt folgt. Bitte nicht wundern, wenn Bildqualität und Tonqualität etwas schlechter sind als in diesen Umgebungen hier. Ich habe hier natürlich eine ganz andere Kamera, mit der ich filme, die ich halt nicht einfach mal so unterwegs mitnehmen kann. Dafür ist die ein bisschen zu groß und zu schwer. Und vor allem auf so einer Messe ist es ja halt auch super laut. Deswegen, ja, müssen wir einfach mit dem arbeiten, was wir kriegen können. Ich glaube, letztes Jahr hat es auch ganz gut funktioniert. Und ich wünsche euch, wie gesagt, viel, viel Spaß beim Anschauen. Hi, zum ersten Update. Der Abend vor der Leipziger Buchmesse ist es jetzt gerade. Ich habe meine Tasche gepackt, also meinen kleinen Koffer, den ich ja mitnehme, weil ich ja eine Nacht im Hotel bleibe. Da ist gar nicht so viel drin. Das kommt mir irgendwie komisch vor, aber ich nehme zum Beispiel auch kein Make-up mit, weil ich werde mich morgen früh hier noch schminken für den Messetag. Aber für die Heimfahrt ja, werde ich mich nicht wirklich schminken, deswegen werde ich da nichts großartig mitnehmen. Ich habe eigentlich auch bloß meine Schlafsachen mit, Wechselsachen für den nächsten Tag, eine Haarbürste, das, was man so an Badbedarf braucht ein bisschen. Und das war's. Ich sag mal, das meiste wird wahrscheinlich der Rucksack sein, den ich dann mitnehme. Und ich habe ein bisschen Angst. Irgendwie hatte ich heute das Gefühl, dass mein Kopf überall ist, nur nicht fokussiert. Ich habe trotzdem versucht, mich
ein wenig an meine Liste zu halten, die ich geschrieben habe. Ich habe meine Akkus aufgeladen, also die Kamera-Akkus sind alle aufgeladen, die Mikrofon-Akkus oder das Mikrofon-Akku ist aufgeladen. Ja, also eigentlich müsste ich theoretisch startklar sein, wenn ich nicht irgendwas ganz Gravierendes vergesse. Ich hoffe nicht. Ich werde jetzt noch mein Video schneiden, das soll Sonntag online gehen. Das heißt, das muss ich jetzt noch fertig kriegen, zumal ich auch die Speicherkarte brauche, die hier drin steckt, wo das Video drauf ist, weil die guten Speicherplatz bietet. Die werde ich dann zum Vloggen nehmen. Und morgen früh um 5 klingelt mein Wecker. Dann werde ich so gegen kurz nach 6 wahrscheinlich zum Bahnhof aufbrechen. Also ich brauche so 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis zu dem Bahnhof, wo der Zug fährt. Aber ich bin halt immer jemand, der chronisch zu früh da sein muss. Ich muss immer zu früh da sein, weil es könnte ja was auf dem Weg passieren. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Aber ich werde dann wahrscheinlich einfach eine längere Zeit am Bahnhof warten können, bis mein Zug fährt. 7.05 Uhr fährt er, glaube ich. Und dann werde ich euch den Tag über mitnehmen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, es kommen ein paar coole Bilder zusammen. Und ich werde jetzt hier mal anfangen. Ansonsten komme ich heute zu nichts mehr. Ich habe es endlich auf die Buchmesse geschafft. Ich hoffe, man hört mich. Das Mikrofon ist ja hier unten und es ist etwas windig hier irgendwie in dem Gang. Ich habe mich dank Steffi noch schnell als Presse akkreditieren lassen. Hatte ich ja bisher noch nie gemacht, aber dann sind wir jetzt schneller reingekommen, als uns mit den Massen unten anzustellen. Jetzt haben wir es, glaube ich, 10.40 Uhr oder so gleich. Ja. Und treffen uns jetzt mit einer anderen Bloggerin und die nehmen wir mit zum Knauer Verlag zur Vorschau. Es gab etwas Bahnchaos, das muss ich nachher noch mal in Ruhe dann erzählen vielleicht. Aber ich habe es endlich hergeschafft. Es regnet auch wie Sau, deswegen konnte ich auf dem Weg hierher nicht viel filmen. Aber ich hoffe, dass ich euch jetzt etwas mitnehmen kann. Ich versuche mich jetzt wieder in einem kleinen Voice-Over. Hier sind wir aus dem Pressebereich gekommen und haben uns dann mit Vanni Reeds getroffen. Und man sieht die Freude bei den beiden. Und ich habe mich auch total gefreut. Das ist das erste Mal, dass ich sie persönlich gesehen habe. Und wir sind danach zusammen zum Knauer gelaufen, also zu dieser Verlagsvorschau. Und hier sieht man schon, wie voll es um die Zeit schon war. Hier sind wir schon beim Knauer Verlag dann angekommen. Da hatten wir so einen kleinen Beutel bekommen. Und da ging es dann auch schon relativ zeitnah los. Und für mich die größten Enthüllungen waren auf jeden Fall die neuen Bücher von Beryl und von Basma. Und hier seht ihr auch die Cover. Mittlerweile darf man sie zeigen. Der Verlag hat sie revealed und ich blende sie euch dann gleich auch nochmal richtig ein, wenn ihr mich seht, wie ich danach kurz darüber spreche. Wir waren jetzt beim Knauer Verlag bei der Programmvorschau und die haben wirklich einige coole Titel mit im Angebot. Wir dürfen leider noch nicht alles zeigen, weil der Verlag oder die Leute gesagt haben, dass man eben erst die Cover revealen darf, wenn die das Reveal gemacht haben. Aber es gibt neue Bücher von Beryl und auch von Basma Books und die werden am Dienstag gezeigt. Das heißt, wenn mein Video online geht, darf ich die euch schon einblenden oder darf ich die schon zeigen. Richtig, richtig cool. Klingt mega spannend. Sehen beide richtig, richtig toll aus und ich bin super, super, super gehypt drauf und ich werde beide bestimmt auch lesen. Und für uns geht es jetzt erstmal auf die, ich sag mal, normale Messe, also ein bisschen durch die Stände stöbern. Hier ging es dann jetzt durch Halle 3, da sind wir reingekommen und überwiegend waren am Anfang ganz viele Manga- und Anime-Sachen. Manche Stände waren einfach so toll gestaltet und sind dadurch allein schon aufgefallen. Yu-Gi-Oh!-Karten fand ich auch richtig cool, die haben da teilweise wirklich gesessen und die Karten gespielt. Das hat mich sowieso an meine Kindheit erinnert, fand ich richtig, richtig toll, deswegen musste ich es mitfilmen. Und hier fand ich den Stand von Buchmädchen sehr toll, da habe ich mir auch schon mal eine Sonderausgabe bestellt. Und hier hat mir Asrei gefallen, vor allem die Bücher live zu sehen. Das war einfach, die sehen richtig, richtig toll gestaltet aus. Hier hatte ich versucht, durch den Chester Fandoms Stand zu filmen, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und weiter ging es dann mit Ars Edition, also Enchanted by Ars Edition. Und da gab es noch ein paar Belladonna Prints und Lesezeichen und was auch immer alles. Das mussten wir uns natürlich dann auch noch sichern. Carlsen war auch mit in der Halle, Moon Notes war mit in der Halle und natürlich, wenn ich bei Moon Notes bin, muss ich auch definitiv bei Julis Büchern mit vorbeischauen und musste sie noch einmal in die Hand nehmen, musste sie einmal begrüßen und streicheln und deswegen
Seht ihr jetzt hier nochmal Fighting Fate und Tempting Fate? Es musste einfach sein. Und Entschuldigung, wenn das Bild manchmal so komisch verzerrt aussieht, das ist, wenn mein Bildstabilisator von der Kamera nicht hinterherkam, weil ich mich zu schnell bewegt habe. Aber manchmal war das einfach der Masse geschuldet, dass ich versucht habe, schnell durch die Gänge zu kommen oder dass man vielleicht sogar auch angeschuckelt wurde und deswegen ist das etwas verzerrt. So, ich bin jetzt eine Weile durch die Hallen gelaufen, überwiegend in Halle 3 war ich unterwegs. Da war der Carlsen Verlag, da war Enchanted by Ars Edition, Ravensburger war da gewesen. Die haben alle richtig schöne Bücher ausgelegt. Moonots habe ich auch entdeckt und jetzt waren wir danach kurz was essen, einen kleinen Snack. Ich habe mir einen Crepe geholt und waren in der Blogger-Lounge. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, aber da man da auch nur mit Akkreditierung reinkommt, hatte mich das auch sonst gar nicht interessiert. Und ich glaube, die gibt es jetzt auch erst wieder neu, also die gab es eine lange Zeit nicht. Da haben wir uns ein bisschen ausgeruht und jetzt es ist so kurz vor Bookstagram-Treffen-Start. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr aufgeregt, wer da alles so sein wird. Leider sind wir nur eine Stunde da, weil wir danach wieder den nächsten Termin haben. Aber ich hoffe, dass ich ein paar Leute treffen kann und kann euch dann nachher nochmal bei Löwe mitnehmen, was da so in der Programmvorschau vorgestellt wird. Hier waren wir dann am Ort des Geschehens, wo das Bookstagram-Treffen stattfinden sollte und haben gewartet. Leider habe ich dann nicht so viel mitgefilmt, also eigentlich gar nichts, weil ich dann nicht mehr daran gedacht habe, als dann die ganzen Leute kamen. Und es war dann auch eine recht große Menschentraube. Und danach haben wir uns auf den Weg zum Löwe Verlag gemacht. Da das Treffen ja vom Hagelsturm etwas unterbrochen wurde, waren wir ein paar Minuten früher dran und konnten uns dann das Programm auch ein paar Minuten früher angucken. Und da sind auf jeden Fall echt tolle Titel wieder mit dabei. Auch ein paar von meinen Autorinnen, wo ich sage, dass ich die super, super gerne lese. Also da wird einiges auf die Wunschliste wandern, denke ich mal. Und danach sind wir auch noch ein wenig durch die Hallen gestöbert und eigentlich dann aber schon so langsam Richtung Presseausgang, Jacke holen und dann Richtung Heimweg. Und so schnell war der Messetag dann auch schon wieder vorbei. Hier haben wir uns nämlich tatsächlich dann schon wieder auf den Rückweg gemacht. Es war auch relativ anstrengend, von daher waren wir, glaube ich, auch alle froh, dass wir dann zum Hotel zurückgefahren sind, beziehungsweise wir haben noch einen kleinen Abstecher gemacht in die Bahnhofsbuchhandlung im Leipziger Hauptbahnhof. Und ich habe da tatsächlich auch ein Buch mitgenommen. Welches das war, zeige ich euch gleich. Ohne Starbucks, ohne mich. Ich musste natürlich auch im Hauptbahnhof zu dem Starbucks. Ich finde den ja auch richtig, richtig schön. Hallo, wir sind jetzt von der Messe zurück. Ein paar Eindrücke habt ihr schon gesehen. Ich werde euch nachher noch eine kleine Storytime zu meiner Anreise drehen, weil ich nicht ganz so einfach hierher gekommen bin und dementsprechend leider auch nicht so viel von der Anreise mitfilmen konnte, wie ich eigentlich wollte. Aber wir sind von der Messe zurück. Ich bin erstmal noch mit den Mädels in ihr Hotel gegangen, beziehungsweise wir waren noch kurz im Bahnhof in der Buchhandlung. Da habe ich auch noch ein paar Aufnahmen gemacht und auch tatsächlich ein Buch gekauft. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal rüber in mein Hotel, endlich mal einchecken. Und ich habe mich schon gewundert. Also ich habe relativ spät gebucht, muss ich dazu sagen, weil ich lange nicht wusste, will ich mit Übernachtung, will ich überhaupt kommen, wie auch immer. Und dann war nicht mehr so viel frei. Also hatte ich eine geringe Auswahl und mir war auch wichtig, dass ich in der Nähe von den Mädels im Hotel bin, weil ich ja wusste, wir werden den Abend zusammen verbringen und ich wollte dann ungern alleine noch quer durch die Stadt fahren müssen. Und deswegen habe ich versucht, so nah wie möglich an den dran. Und das ist wirklich auch nur eine Nebenstraße quasi. Also Straße hoch und dann einmal kurz rechts. Also es ist kein langer Weg. Und das Hotelzimmer war für eine Nacht, fand ich relativ teuer. Es war über 200 Euro tatsächlich. Und habe mich schon so ein bisschen gewundert. Und ich kam unten gerade rein. Und dann sah das so voll edel da drin aus. Und dann hat er mich auch gleich gefragt, ja, hatten Sie eine gute Anreise? Und ich hoffe, es ist alles gut. Und pipapo, und wollen Sie ein Begrüßungsgetränk, ein Sekt, Prosecco, was weiß ich? Und ich so, nee, danke. Und dann bin ich auf mein Zimmer gerade hoch. Und ich zeige euch das gleich mal. Ich habe einfach voll das große Zimmer. Also ich weiß nicht, ob ich irgendeine Art Suite oder sowas gebucht habe, aber es ist halt
größer, als ich erwartet habe. Vor allem, weil ich ja vorher bei den Mädels war, die ja zu viert in einem Zimmer sind, was relativ klein ist. Also das ist so ein ganz schmales Zimmer, wo an den Seiten so Doppelstockbetten sind. Und das ist voll ausreichend von der Art her. Aber ich bin tatsächlich auch lieber jemand, der alleine schläft. Also ich brauche abends einfach auch so dieses, vor allem, wenn du so einen Tag hattest auf der Buchmesse, wo ja der soziale Akku sehr aufgebraucht wird, das ist ja schon sehr anstrengend, da habe ich gerne, dass ich abends noch ein paar Minuten für mich wirklich in Ruhe habe. Außerdem kann ich auch sehr schlecht schlafen, wenn andere mit im Raum sind. Deswegen habe ich dieses Zimmer. Ich zeige es euch jetzt, ich rede nicht lange. Ich hoffe, es ist gut erkennbar, weil die Lichtsituation ist natürlich nicht so die beste. Ich stehe hier gerade im Bad, da ist wirklich sehr gutes Licht. Deswegen habe ich mich hierhin positioniert, außerdem konnte ich die Kamera abstellen. Und wir gehen jetzt mal durch, was ich hier für ein Zimmer habe. Also man kommt hier rein und das erste rechts ist hier so ein Spiegel mit so einer Sitzbank. Die haben auch irgendwie voll die fancy Tapete hier dran, finde ich. Ich glaube, die sieht man jetzt nicht so cool, weil hier oben nur diese futzlige Lampe ist. Dann habe ich hier mein Badezimmer, da wo ich gerade drin war, mit relativ viel Platz. Also ich kenne Badezimmer sonst eigentlich auch nur sehr, sehr klein aus Hotels. Mit Dusche, die werde ich nachher noch benutzen. Hello, einmal gewunken. Dann haben wir hier noch so eine tote Ecke mit ungenutztem Raum irgendwie hinter dem. Aber ja gut, ist mir egal. Trotzdem, auf jeden Fall schon mal größer als erwartet. Dann geht das hier in meinen Flur. Der Flur an sich ist auch voll breit. Also ich glaube, das kommt auf dem Video gar nicht so rüber. Aber das ist schon ein sehr, sehr breiter Flur. Dann bin ich jetzt mal nach hinten durchgelaufen. Da liegt schon meine Jacke. Dann ist da noch ein Fernseher an der Wand. Hier ist ein Tisch mit so einem Samtsofa. Da in der Ecke ist ein Schrank, wahrscheinlich dann für die Jacke. Mein Koffer und mein Rucksack. Hier auf dem Tisch liegt eine handgeschriebene Karte, also wo auch mein Name sozusagen steht. Und ich habe einfach Schokolade bekommen, aber richtig, also die sieht richtig lecker aus. Normalerweise so Süßigkeiten in Hotels, wenn da mal so Gummibärchen drauf liegen oder sowas, das macht mich jetzt nicht so an, aber das sieht schon echt lecker aus. Dann habe ich auch einen Balkon, der von zwei Seiten begehbar ist. Also ich hoffe, das ist nicht allzu verwackelt. Hier ist einmal und da ist die andere Tür. Da ist dann auch mein Bett gleich. Das ist mein Blick vom Hotelzimmer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das für ein Gebäude da ist. Das ist bestimmt auch irgendein Hotel oder Bürogebäude oder sowas. Geht ja übelst hoch. Hier auch voll die fancy Seidenvorhänge. Das war der Flur und hier rechts geht's dann zu meinem Schlafzimmer. Ich finde das so krass. Also, dass es so groß ist, hätte ich null erwartet. Auch mit so fancy Tapete, wobei die meinen Geschmack ja gar nicht trifft. Aber naja, da ist wie gesagt die andere Tür zum Balkon. Natürlich muss ja auch nochmal ein Fernseher sein und dann habe ich tatsächlich auch noch ein Ankleidezimmer. Also hier ist nochmal mehr Platz. Das finde ich auch so krass. Also irgendwie bin ich von dem Hotel komplett überwältigt. Ich hätte das wirklich nicht erwartet. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, so diese etwas biedere Einrichtung. Aber ich habe hier echt Platz zum Tanzen. Ja, jetzt noch kurz Storytime, warum ich heute so eine komische Anreise hatte. Ich hatte es auf Instagram auch schon geteilt und da habe ich auch echt viele Nachrichten zu bekommen. Ich sollte um 7.05 Uhr ab Berlin mit dem Zug fahren. Das war sowieso schon eine verschobene Zeit. Ursprünglich sollte der Zug nämlich 7.33 Uhr fahren. Dann kam irgendwann vor ein paar Wochen schon eine Reiseinfo, dass sich die Zeiten geändert haben. Ist ja auch noch okay, ist ja auch kein Problem. Ich bin also rechtzeitig heute früh da angekommen. Tatsächlich, weil ich immer ein bisschen früher dran bin, war ich dann auch, glaube ich, 20 oder 30 Minuten zu früh. Und da war auch noch alles gut. Ich habe auch eine Benachrichtigung in meiner Deutschen Bahn-App bekommen, also diese Navigator-App, wo dann drin stand, der Zug fährt pünktlich und pipapo. Und ich stand dann unten am Gleis und habe gewartet und dann stand da 15 Minuten Verspätung. Das haben sie dann auch, glaube ich, durchgesagt. Ich habe es auf jeden Fall als Benachrichtigung auch bekommen, dass er Verspätung hat. Da dachte ich schon so, na toll, geht ja gut los. Dann wurden aus den 15 Minuten ganz schnell 40 Minuten. Da habe ich mich schon super doll geärgert, weil ich ja auch um 11 Uhr die Verlagsvorschau vom Knauer Verlag vereinbart hatte, den Termin. Und da wollte ich schon gerne auch hin. Und je später ich losfahre, desto später komme ich ja an. Und dann hat man hier halt übelst den Stress. Deswegen hat mich das schon sehr geärgert. Wäre aber von der Zeit her noch okay gewesen. Dann war auf dem Bahnhof, ist da so ein kleiner Glasraum, so ein Warteraum, weil es auch echt kalt war, einfach um morgens um 7. Und da bin ich dann reingegangen, habe mich da hingesetzt und dann kam, als ich mich gerade hingesetzt hatte, ich saß vielleicht eine Minute, kam schon die Durchsage, der ICE Richtung, was weiß ich, Basel ist der, glaube ich, gefahren, fällt leider heute aus. War natürlich super guter Start in den Tag. Ich war dann auch erstmal komplett verwirrt, weil ich gar nicht wusste, was mache ich jetzt eigentlich? Bin dann hoch zum Bahnschalter gegangen und habe mir da eine Alternativroute geben lassen. Und die konnte ich dann auch nutzen, musste aber auch noch warten. Also ich glaube, der erste Zug fuhr aus Berlin um 8.15 Uhr los. Also musste ich da auch eine ganze Weile warten, bis der losgefahren ist. Und dann musste ich in Halle umsteigen.
Das hat auch ganz gut geklappt. Die haben mir zwar auf diesen Zettel eigentlich eine S-Bahn draufgeschrieben, die ich hätte nehmen sollen. Da hätte ich dann 25 Minuten zum Umsteigen Zeit gehabt in Halle. Aber als wir eingefahren sind, kurz bevor wir in den Bahnhof rein sind, kommen ja manchmal so Durchsagen, wir erreichen den Bahnhof jetzt und dann kommen noch die und die Verbindung. Und da hatte er dann angesagt, der Fahrer, also der Lokführer, dass noch eine Verbindung nach Dresden fährt über Leipzig Flughafen und Leipzig Hauptbahnhof. Und ich so, und es war genau Gleis 9 und wir sind Gleis 8 angekommen. Da dachte ich, oh, vielleicht. Und genau als ich raus bin, fuhr der auch schon ein. Also es musste super schnell gehen. Ich bin auch sofort in diesen Zug rein. Also hat mir quasi nochmal 25 Minuten Wartezeit erspart. Und ich war dann 25 Minuten früher hier in Leipzig. Und dann bin ich eigentlich auch direkt zum Hotel von den Mädels, weil ich wollte meinen Koffer ja abgeben. Um die frühe Zeit kann man natürlich in dem neuen Hotel, also wo ich jetzt hier bin, noch nicht einchecken. Das stand, glaube ich, ab 14 Uhr erst. Deswegen hatte ich den Koffer da unterbringen wollen. Es hat Gott sei Dank alles geklappt. Es hat natürlich auch die ganze Zeit dann geregnet, also auch wie ich zum Hotel gelaufen bin vor den Mädels, das ist ja recht in der Nähe vom Hauptbahnhof, hat es die ganze Zeit geregnet, deswegen konnte ich auch unterwegs nicht wirklich die Kamera rausholen, wollte ich auch nicht. Ja, es hat auch heute beim Bookstagram-Treffen total geregnet und dann hat es auf einmal auch komplett angefangen zu hageln. Ich glaube, ja, das Bookstagram-Treffen war dann leider sehr, sehr zeitnah oder sehr, sehr frühzeitig beendet, einfach weil ja, es super da angefangen hat zu hageln. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Jetzt gehen wir gleich noch Sushi essen. Da werde ich jetzt auch gleich wieder zurückgehen zu den Mädels erstmal. Ich gehe nur kurz Pipi und dann mache ich mich auf den Weg. Das ist ja, wie gesagt, die Straße einfach nur runter. Und dann werde ich euch vielleicht beim Sushi einfach noch kurz ein bisschen mit dem Handy was abfilmen und reinschneiden, weil ich werde die Kamera jetzt hier lassen im Hotelzimmer. Ich werde jetzt nicht nochmal mitschleppen. Ich hatte nämlich echt Nackenschmerzen, weil die den ganzen Tag da hing. Und außerdem habe ich meinen Objektivdeckel verloren und bin jetzt etwas ängstlich, dass da irgendwas an die Linse vorne rankommt, weil das wäre ja nicht so praktisch. Muss ich mir erstmal was nachbestellen, einen Ersatzobjektivdeckel oder sowas. Ja, ich zeige euch dann, wenn ich nachher zurückgekommen bin aus dem oder von dem Essen, weiß ich nicht, welche Uhrzeit das ist, zeige ich euch noch meine Bücherausbeute. Zwei Bücher hat es nämlich gegeben. Eins habe ich gekauft in der Buchhandlung im Bahnhof und eins gab es beim Knauer Verlag. Das zeige ich euch dann noch. Und ansonsten Fazit, Messeeindrücke mache ich, glaube ich, auch noch mal in einer ruhigen Minute. Hier waren wir dann im Restaurant essen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, Shiki oder so war der Name. Es war auch richtig, richtig lecker. Ich glaube, wir waren alle erst so ein bisschen überrascht, was für ein Angebot es da gab. Also wir hatten mit, sag mal, etwas normalerem Sushi gerechnet. Aber die hatten schon ein bisschen ausgefallenere Sachen und waren aber auch super, super lecker. Also preislich war es schon auch nicht ganz günstig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wenn ich in Leipzig nochmal bin, würde ich da auch nochmal hingehen. Hallo, heute ist der nächste Morgen. Ich war gerade schon im Hotel beim Frühstück und werde mich jetzt eigentlich auch gleich nur noch fertig machen, die letzten Sachen in den Koffer schmeißen und dann werde ich schon zum Bahnhof juckeln. Mein Zug fährt tatsächlich erst nach 11 und wir haben es jetzt 9.38 Uhr, aber der Zug von Lisa und Steffi fährt ein bisschen früher, ich glaube 10.30 Uhr, 10.45 Uhr, irgendwie so in dem Dreh und deswegen haben wir gesagt, treffen wir uns noch mal ein bisschen früher am Bahnhof. Kathi fährt auch mit meinem Zug, also wir fahren dann zusammen im Zug nach Hause. Wir haben zwar unterschiedliche Sitzplätze, aber mal gucken, vielleicht finden wir auch was nebeneinander, was noch gegebenenfalls freigeben ist, wo man sich dann hinsetzen kann, mal gucken. Und damit wir uns aber wenigstens nochmal sehen, Jenny ist nämlich schon nach Hause gefahren, die ist ganz, ganz früh los. Die haben wir dann nicht mehr gesehen, also ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Mädels, die haben ja zusammen ein Zimmer gehabt, die sich noch verabschieden konnten. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich die letzten Minuten euch zumindest nochmal zeige, was meine Ausbeute von der Messe ist. Ich meine, ich fahre ja sowieso nicht zur Messe, um mir da irgendwelche Bücher zu kaufen. Zum einen, weil es das meiste ja auch ganz normal regulär zu kaufen gibt. Manches gibt es ja schon vorab zu kaufen, aber da muss man eben ein paar Wochen oder ein paar Tage noch warten. Dann gibt es das auch bei Thalia und sonst wo alles. Und gerade so Signiersachen, das meiste, was so deutschsprachige Autoren und Autorinnen sind, gibt es in der Regel immer mal irgendeine Signieraktion bei Graf. Und das reicht mir persönlich, weil bei so einer Signieraktion sind ja die Schlangen auch so lang, du hast sowieso keine Zeit, mit der Person dann ein bisschen mehr zu quatschen. Also das ist ja wirklich nur so ein Durchschleusen, kurz unterschreiben. Vielleicht hast du noch 10 Sekunden Zeit für ein Foto. Aber ich glaube, auf so kleineren Signieraktionen oder so auf Lesungen von Autoren und Autorinnen, das ist immer ein bisschen schöneres Umfeld. Deswegen ja, möchte ich euch eigentlich nur kurz zeigen, was ich hier habe. Ich habe einmal einen ganz tollen Beutel. Den haben mir die Mädels gesichert. Den durften sie mitnehmen vom, ich glaube, Forever Event. Da war ich ja nicht mit dabei. Und das ist hier ein In My Romantasy Era Beutel. Ich finde den ja so cute. Also ich liebe ja diese
diese Anspielung auf Taylor Swift's Eras und Romantasy ist immer meine Era. Also von daher habe ich mich sehr gefreut, dass ich den haben konnte, obwohl ich nicht beim Event mit dabei war. Und beim Knauer Verlag, das hatte ich euch im Video schon kurz gezeigt, gab es dann so ein Beutelchen. Das ist auch ein sehr schöner Spruch. Ich höre hier komische Geräusche und ich weiß nicht, wo es herkommt. Naja. Und da war das Buch von Lisa Grimm mit drin, Unfollow Me. Das hatte ich erst vor kurzem in einem Video vorgestellt, nämlich die Neuerscheinung vom April. Und ich weiß gar nicht, ob ich gesagt hatte, dass ich es lesen will oder nicht. Also das Thema ist halt eigentlich nicht meins, weil es so mit Manga und Anime und Zeichnen und Pipapo, das ist so nicht meins. Aber es ist halt sehr, sehr schön illustriert auch. Und dann habe ich auch noch gesehen, und das wird mich auf jeden Fall zum Lesen überwägen, also erstmal zeige ich euch noch hier kurz die Innengestaltung, dass das persönlich signiert ist. Ich habe mich auch schon gewundert, weil die Beutel, die sie uns gegeben haben, man sollte sich vorher für Fantasy oder Romance entscheiden. Und dann haben sie halt wirklich direkt auch mit so einem Namensschild da gestanden. Und wahrscheinlich hatte das den Grund, weil es halt persönlich signiert ist. Also da steht wirklich für Maren drin. Hätte ich nicht gedacht, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und habe ich auch relativ spät erst gesehen, muss ich sagen. Wo wir schon im Hotelzimmer mit den anderen Mädels waren. Ich zeige euch mal so ein paar kleine Illustrationen, die hier drin sind. Ich habe die ganzen Karten und Lesezeichen hier reingestopft, die auch mit im Beutel enthalten waren. Also das ist halt wirklich durch das Buch weg. Überall findet man hier solche kleinen Illustrationen, manchmal auch größere Illustrationen. Manche gehen über eine ganze Seite, manche sind nur so klein unten auf der Seite, also das ganze Buch ist einfach komplett designt durchweg. Nicht jede Seite, ne, aber schon ein sehr, sehr großer Teil, würde ich sagen. Hier auch wieder. Also die Aufmachung ist richtig, richtig schön. Wie gesagt, das Thema ist nicht so ganz meins, aber wenn es halt persönlich signiert ist, werde ich es mir auf jeden Fall jetzt doch mal zu Gemüte führen. Dann waren noch ganz viele Lesezeichen hier mit drin. Ich weiß gar nicht, zu was das. Ach so, Emily Henry, verliebt in deine schönsten Seiten. Book Lovers, Happy Place war auch mit dabei, was ich ja vor kurzem gelesen habe und sehr geliebt habe. Also immer noch große Empfehlung. Und Kein Sommer für dich, also die ganzen Romance-Sachen. Trial of the Sun Queen und Rule of the Aura King. Ich glaube, das ist der zweite Band. Ich muss das endlich lesen. Mir haben so viele Leute gesagt, dass es genial ist. Ein Knauer Romance-Lesezeichen war auch mit drin. Mein Namensschildchen habe ich auch noch, was an dem Beutel dran hing. Und dann haben wir hier ganz viele so Illustrationen noch mit dabei gehabt, wo ich gar nicht sagen kann, bei allem, zu was das gehört, steht aber auch hinten drauf immer. Das ist zum Beispiel von Jennifer Wiley, die Clifford Academy. Und dann haben wir wahrscheinlich, das sind die ganzen, genau, zu Trial of the Sun Queen. Das habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gelesen. Das ist auch Trial of the Sun Queen. Das ebenfalls. Und das bestimmt auch, ja. Und das bestimmt auch. Also die passen schon ganz gut so alle ins ähnliche Bild. Was ist das hier? Ach so, das. Ach ja, mein Gott. Die sind von Elle. Und zwar habe ich Elle endlich mal persönlich getroffen. Ich habe mich so gefreut. Letztes Jahr auf der Buchmesse habe ich nämlich ihren Freund getroffen, Yannick, also Read and Fit und The Book Elle. Und er hatte sie sogar noch angerufen. Wir waren nämlich beim Bookstagram-Treffen, haben wir uns gesehen. Aber sie war bei einer Signieraktion mit dabei von Julia, glaube ich. Und deswegen konnte sie nicht oder hat sie den Anruf nicht mitbekommen. Dann haben wir uns halt leider verpasst. Aber dieses Jahr haben wir uns getroffen. Und witzigerweise haben wir uns nur wegen unserer Rucksäcke getroffen. Weil, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Captain & Sun Rucksäcke und auch so diese typischen Rucksäcke davon. Und da gab es dieses Jahr meine limitierte Edition, die mit so einem Teddyfell war. Und ich habe mir die sofort gekauft. Und den sieht man aber nicht so oft, weil er halt limitiert war und weil es den ja nicht lange gab. Und dann hat wohl Elle irgendwie gesehen, ach guck mal, da hat jemand meinen Rucksack. Und dann meinte Janik so, die kennst du doch. Und dann, ah Maren, der hat mich überhaupt nicht erkannt, erst der Rucksack halt. Also Gott sei Dank habe ich diesen Rucksack mitgehabt. Ich glaube, sonst hätte es wahrscheinlich sein können, dass wir uns wieder nicht sehen. Auf jeden Fall hatte sie dann Illustrationen dabei. Ich hoffe, ihr hört die Bahn nicht, wie sie hier lang fährt. Ich habe nämlich das Fenster offen, es ist relativ stickig hier gewesen nach der Nacht. Sie hatte Illustrationen dabei und weil ich ihre Bücher ja bei der Bücherbüchse bestellt hatte, habe ich die ja nicht. Deswegen hat sie mir welche gegeben. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Guckt euch mal an, wie cute die ist mit der kleinen Katze. Also ich finde die super, super schön. Und habe dann auch gesagt, dass ich endlich mal weiterlesen muss. Ich habe ja bisher bloß Band 1 und 2 gelesen, aber jetzt habe ich ja eine große Motivation mit diesen wunderschönen Charakterkarten. Ja, das waren meine Charakterkarten, die auch teilweise in dem Beutel waren und teilweise geschenkt. Dann war hier noch so ein Heftchen mit dabei, Stories from Knauer Romance with Love. Und da ist unter anderem eine Riesenseite über Antonia Wesseling mit drin, über ihr neues Buch Inside. Das ist auch so ein schönes Buch. Also hier ist auch relativ viel mit drin.
Und dann kann ich euch jetzt nur noch zeigen, welches Buch ich mir gekauft habe. Und ein Page-Overlay hat mir die liebe Kati mitgebracht. Das war in einer Bloggerbox enthalten vom Carlsen Verlag zu The Serpent in the Wings of Night. Und sie legt immer nicht so großen Wert auf Charakterkarten und Page-Overlays. Und sie hat da ganz, ganz viel in so einer Schublade und sagt, eigentlich braucht sie die gar nicht. Also wenn man mal was braucht, kann man immer ganz gut fragen. Und sie sagt dann immer, ja, bringe ich die mit. Also habe ich mich super, super doll gefreut, dass ich dieses Page-Overlay jetzt habe aus der Carlsen Bloggerbox, weil die Bloggerbox hatte ich nicht bekommen. Und gekauft habe ich mir Divine Rivals, die deutsche Ausgabe mit Farbschnitt. Ich hatte sie mir auch vorbestellt. Sie kam auch an, aber sie war leider solidiert. Also hier überall der Umschlag war so eingeknickt und das sah halt überhaupt nicht schön aus. Deswegen habe ich das Buch dann zurückgegeben und habe mir gedacht, dann schnappe ich es mir lieber mal in freier Wildbahn. Und habe mich sehr gefreut, dass ich es hier bei Ludwig in Leipzig am Hauptbahnhof kaufen konnte, noch nach der Buchmesse. Ist ja auch drin so ein Spruch. Also die ganze Ausgabe ist wahnsinnig schön. Zumal ich dieses Cover auch so schön finde. Also die haben ja das englische Originalcover mehr oder weniger übernommen, ein bisschen farblich abgewandelt. Und dieser Farbschnitt erinnert mich sehr stark an meine Fairy Loot Ausgabe. Aber trotzdem finde ich den auch wunderschön. Und ich liebe dieses Buch ja sowieso. Lest es bitte alle. Ich habe noch ein kleines Messefazit. Ich kann sein, dass ich da noch mal was dranhänge, wenn mir noch was einfällt. Das ist jetzt ja alles kurz vor knapp hier, bis ich gleich los muss zum Zug. Also das Erste, was ich mir schon mal fürs nächste Jahr gedacht habe, ich werde noch einen Tag früher anreisen. Zum einen, weil mich das jetzt wirklich geärgert hat mit der Bahn. Das Jahr davor ging alles glatt, das ist pünktlich gefahren. Ich hatte überhaupt keine Probleme, man fährt ja auch nur eine Stunde von Berlin. Und ich war ja an sich auch früh dran. Also um 7 Uhr losfahren und um 11 Uhr den ersten Termin haben, ist schon gut gedacht eigentlich, würde ich mal behaupten. Und wenn alles geklappt hätte, ich meine, es hat ja auch so mit Verspätung dann geklappt. Ich hatte über eine Stunde Verspätung, wie ich angekommen bin. Und wir haben es ja trotzdem noch pünktlich zum Termin geschafft. Aber man stresst sich natürlich super doll selber. Also ich hatte die ganze Zugfahrt über Bauchschmerzen, weil ich so nervös war, ob das jetzt alles klappt, auch mit dem Umsteigen in Halle und so weiter. Und dann hatte mir noch eine Followerin auf Instagram geschrieben, ja, also, weil ich da so eine S-Bahn ja nehmen sollte, die Fahrt von Halle nach Leipzig klappt ja schon ohne den Messebesuch immer nicht so gut. Und ich dachte, nein, das ist jetzt genau das, was ich nicht hören wollte. Naja, auf jeden Fall hat alles reibungslos geklappt, obwohl der ursprüngliche Zug hier ausgefallen ist. Aber diesen Stress möchte ich mir nächstes Jahr nicht nochmal machen. Ich werde dann 2 Nächte hier bleiben. Also ein voller Messetag, muss ich sagen, reicht mir, glaube ich, auch. Beziehungsweise wenn ich dann Freitag sowieso anreise, kann ich ja vielleicht auch gucken, dass ich Freitagvormittag anreise und dann vielleicht den Nachmittag noch auf die Messe komme. Das kann ich mir noch überlegen, wenn ich mir sowieso Urlaub für den Freitag nehmen möchte. Aber das werde ich mir, glaube ich, auch nicht nochmal antun. Was ich gut fand, war die Übernachtung im Anschluss. Also, dass ich gestern Abend nicht noch nach Hause musste, das war eigentlich ganz gut. So konnte man den Abend mit den Mädels im Restaurant ausklingen lassen und danach noch ein bisschen im Hotel abschalten, die Füße hochlegen, anstatt dann irgendwie nicht sich noch eine Stunde in die Bahn zu setzen und dann noch nach Hause zu juckeln. Also, das war auf jeden Fall ganz hilfreich. Und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal mitfilmen werde, weil das Vloggen macht mir zwar auch Spaß, aber es ist halt auch so, man kann nicht so viel ringsrum genießen. Also die ganzen Eindrücke, die ich sammle, ich habe halt immer im Hinterkopf, ich muss das jetzt noch mitfilmen für YouTube. Also man geht eigentlich gar nicht so entspannt durch die Reihen, weil ich immer denke, was kann ich jetzt noch filmen? Was könnte ich euch vielleicht noch zeigen? Was ist noch interessant? Und gerade bei diesen Verlagsvorschauen, vieles darf man ja auch nicht zeigen, weil die Verlage dann natürlich sagen, die Cover erst revealen, wenn wir es revealed haben. Und da ich ja den Vlog nicht in 10 Wochen erst hochladen will, sondern auch zeitnah, kann man eben auch vieles noch gar nicht zeigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich dann vielleicht euch auf Instagram mal ein bisschen mitnehme, dass ich da dann vielleicht ein paar Eindrücke mal zeige. Das geht meistens irgendwie schneller, weil man ja auch nicht wirklich darauf achten muss, ob das Bild jetzt verwackelt ist oder so. Wenn man ganz kurz mal mit dem Handy draufhält, ist das nicht ganz so schlimm. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf der Leipziger Buchmesse nicht nochmal mitvloggen. Zumal ich auch meinen Objektivdeckel verloren habe, was mich sehr ärgert. Also das war auch kurz vor Abfahrt von der Messe. Wir haben noch bei Jennys Instagram so ein kleines Winke-Video gemacht, wo wir so zu der Halle winken alle. Und ich hatte vorher noch die Halle nochmal gefilmt quasi und habe den Objektivdeckel vorne nicht richtig drauf geklemmt wahrscheinlich, weil ich dann so schnell winken wollte und dann ist der runtergefallen. Das war auf so einem sandigen Untergrund, das hat man also nicht gehört. Und dann haben wir schon die Tram gesehen oder die Straßenbahn und wollten halt dann gleich einsteigen. Also sind wir dann da weggelaufen und kurz vorm Einsteigen habe ich gemerkt, Mist, dieser Objektivdeckel ist weg. Naja, ich habe die Angewohnheit, immer Dinge zu vergessen oder zu verlieren. Was ich mir vielleicht fürs nächste Jahr auch noch überlegen werde, ist, ob ich nicht sogar noch einen Tag früher anreise, weil ich auch gemerkt habe, also wir sind ja immer in so einem kleinen Grüppchen unterwegs und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich dann die Einzige bin, die noch zu Hause sitzt, dass ich was verpasse. Also, dass alle anderen sind schon zusammen unterwegs, man ist in den Stories drin und vor allem haben wir auch eine Gruppe, wo wir miteinander schreiben. Und wenn ich da was reinschicke, logischerweise haben die anderen natürlich nicht so die Zeit, darauf zu reagieren, weil sie ja den ganzen Tag mit der Messe beschäftigt sind. Das ist halt immer ein bisschen traurig für mich, wenn ich alleine zu Hause hocke und da quasi mit mir selbst Gespräche führe.
höre. Deswegen habe ich schon überlegt, so diese Fear of Missing Out, also dass man was verpasst, weil man einfach nicht dabei sein kann live. Ich meine, ich kriege dann auch Fotos geschickt mal oder so, aber es ist ja nicht das Gleiche. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich dann sogar Donnerstagabend vielleicht schon ankomme, dass man den ganzen Freitag zusammen hat. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar Gedanken machen. Was ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch machen werde, ist, mich direkt als Bloggerin akkreditieren zu lassen. Ich wusste nie, dass es unbegrenzt ist. Ich habe immer nur in manchen Stories auf Instagram mitbekommen, dass manche keine Akkreditierung genehmigt bekommen haben. Und ich habe mir immer gedacht, oh Mann, das tut mir so leid. Und da ich ja bisher, also letztes Jahr und dieses Jahr auch nur einen Tag da war, habe ich halt immer gedacht, nö, ich lasse mich nicht akkreditieren. Ich nehme mir dann jemanden vielleicht den Platz weg, der es länger nutzen kann, der vielleicht wirklich schon Donnerstag bis Sonntag da ist. Und dann hatte mir Steffi gesagt, nee, du kannst dich auch vor Ort noch akkreditieren lassen. Also das ist quasi unlimitiert. Wenn die abgelehnt werden, dann hat das vielleicht andere Gründe. Also zum Beispiel, ihr müsst ein Impressum haben. Ihr müsst ein Impressum haben, wenn ihr euch akkreditieren lassen wollt. Bei ein paar Leuten in der Story, die dann geteilt haben, ich wurde nicht angenommen, da hat das Impressum gefehlt. Also darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Und ich glaube auch, das weiß ich aber nicht, ob das vielleicht auch was mit der Followeranzahl zu tun hat oder wie lange man auch schon dabei ist. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit dem Instagram-Account über Bücher, dass ich mich beim Bloggerportal auch zweimal bewerben musste, weil mein Account noch nicht lange genug existiert hat. Ich hatte zwar schon relativ gute Follower, weil ich die ja mitgebracht habe von meinem Make-up-Account, aber ich war einfach noch nicht ein halbes Jahr aktiv und dementsprechend haben die mich beim ersten Mal abgelehnt. Also das könnte vielleicht auch ein Grund sein, wenn man gerade erst neu dabei ist. Ja, also falls mir noch was einfallen sollte, werde ich das nochmal mit dran schneiden, dann von zu Hause aus. Aber das waren jetzt erstmal so meine Worte zur Leipziger Buchmesse, beziehungsweise mein Fazit fürs nächste Jahr. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und falls ich neben nichts mehr hinzuzufügen habe, wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag, wann auch immer ihr das Video seht, Tag, Abend, Nacht. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!